So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es ist wieder was passiert. Wir haben wieder mal Post bekommen. Post. Und die ist so schwer. Ich weiß nicht, was da drin ist. Eine Bombe oder irgendwas. Jetzt, wenn ich das aufmache, geht's. Hui, dann sind alle weg. Wir machen das auf jeden Fall mal hier auf. Beziehungsweise wir heben das mal hier hoch. Das ist ein Karton von einem Drucker. Vielleicht ist es ja ein Drucker. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall von der Isabella, ja? Isabella in Klammern Paula889, ne? Aus, ne, das dürfen wir ja gar nicht vorlesen. An Herrn Ramon Hess. In Deutschland, wer das noch nicht wusste. Da bin ich mal gespannt. Grüße an Paula889. Wir wollen die Paula beim Namen nennen. Adi! Ja. Wie machen wir das auf hier? Erst so, dann so. Ich weiß es nicht. Wo ist das überhaupt zu? Rotes Paketband? Nee, doch. Richtig heftig rotes, komisches Paketband. Das kennzeichnet jetzt schon Gefahrengut. Adi, pass auf, nicht, dass es dir ins Auge schnippt. Ne? Angaben ohne Gewehr. Öffnen ohne Verstand. So. Das ist jetzt hier auf. Jetzt, andere Seite. Warte, da muss ich nämlich hier rein. Da musst du hier drücken. Wo ist das scheiß Teppichmesser hin, was ich da hatte? Das ist doch viel einfacher. Adi, Nase weg. Pass auf, nein, komm jetzt. Das kommt immer noch auf dich zu. Jetzt müsste es auf jeden Fall auf sein. Sehr schön. Die Schrift ist in meine Richtung. Ich bin mal gespannt, und das ist kein Spaß. Das ist wirklich sauschwer. Das ist wirklich. Jetzt ist das innen drin nochmal zugeklebt. Wer kommt auf solche Ideen? Safety first, ne? Serviere die Wurst. So, jetzt stellen wir es aber unten hin. Vielleicht kann ich da demnächst schon mal meine nächste Lieferung an Filmen und Mediabooks raussenden. Was für ein knüppeliger Karton. Ich stell's mal hier runter. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Jetzt sieht es so aus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Knisterfolie, tun die mal hier auf den Adi drauf. Ja, Adi, findest du das jetzt gut oder schlecht oder? Ist auf jeden Fall interessant, hat er gesagt. Dann haben wir hier noch mehr Knisterfolie. Die legen wir jetzt mal hier zum Adi. Der Adi ist immer noch sehr beeindruckt davon, wie schön weich und elegant das am Körper sich anschmiegt. Wir können das auch mal aufmachen und länger hin tun. Guck, Adi, so frierst du auch nicht. Ist es gemütlich für dich? Ja. Hui, ich werde die Folie nicht los. Doch, da ist die Folie weg. Jetzt sieht das also so aus. Ja, was das alles ist, müssen wir uns jetzt mal angucken. Ne? Hier habe ich zum Beispiel einen Beutel Mozartkugeln. Weil der Ramses so zart ist, gibt es natürlich Mozartkugeln. Welches Jahr haben wir? 21. Okay, das geht noch. Der Ramses ist zwar ein Süßer, aber der Ramses, die überschüttet den immer mit Süßigkeiten. Sehe ich so aus? Ich esse doch lieber gern was Herzhaftes. Schickt mir lieber eine Salami-Pizza oder so, als immer so viel Süßes. Es ist ja lieb und nett, man nascht gerne mit. Pupsi nascht, ist für Pupsi genau. Danke, da freut sich Pupsi auf jeden Fall. Das können wir nämlich mal hier reinlegen. Mozartkugeln. Und dann haben wir neben den Mozartkugeln auch noch eine Salzburger Mozart-Tafel. Das ist was anderes, so eine Tafel Schokolade geht immer, ne? Kann man mal eine Scheibe Brot rummachen und dann reinbeißen, wunderbar. Braucht man sich keine Nutella drauf machen. Dann haben wir immer noch, sag mal, Mozart-Taler. Neben Mozart-Kugeln und Mozart-Tafel gibt es Mozart-Taler, also alles von Mozart. Gibt es auch Mozart-Bier. Dann Liquid-Snack, oh, da wird Adi hellhörig. Liquid-Snack für. Ah, kletter nicht auf meinen Arm. Vitakraft, Liquid Snack für Katzen, so wie es aussieht. Mit Lachs, mit Salmon, Usomon, Kossalmone, Omega-3-Säuren auch am Start. Das ist für dich, genau, das lege ich mal da rein. Und noch ein Liquid Snack mit Ente. Ente gut, alles gut. Adi, wenn du lieb bist, kriegst du am Ende auch was, ja?
Also immer schön lieb sein. Dann haben wir hier liebe Grüße, Jonas. Das ist aber sehr schön. Das sind zwei Pokémon drin. Und da habe ich... Noch genialer kann das ja nicht sein. Ihr wisst alle, dem Iswo sein Lieblings-Pokémon ist Schlurp. Jetzt ist hier drin ein Schlurpleck. Ja? Das sieht ungefähr so aus. Hier ein Schlurpleck, ne? Schlurp. Und zusätzlich ein Pikachu. Jetzt versteht mich nicht falsch. Hä, wie dumm ist denn der Ramses? Der kriegt was geschenkt und schenkt das einfach weiter. Ich sehe das so, das ist Geschenk von einem jungen Zuschauer. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Hier ist ein kleines Pikachu drin. Hier ist ein kleines Schlurpleck drin. Das sind zwei Figuren. Das ist von einem Zuschauer und meinem besten Freund, dem Iswo, würde ich das Schlurpleck geben und das Pikachu behalten, dass das wie so ein Freundschaftsarmband oder so ein Freundschafts-irgendwas und er dann auch weiß, dass das von einem Zuschauer ist, der diese zwei Figuren gesendet hat und ich Iswo eine gebe und ich eine behalte und die zwei sich dann eben... Außerdem habe ich sowieso für den Iswo schon seit 2 Jahren zum Geburtstag was vorbereitet. Aber der war seitdem ja nicht da, seitdem Corona, seitdem geht gar nichts. Deswegen würde der sich freuen, aber das passt auf jeden Fall richtig gut dazu. Das kann ich jetzt schon sagen. Danke also Jonas, dass du deine komplette Figurensammlung aufgelöst hast für mich. Ich packe das erstmal wieder vorsichtig hier ins Tütchen rein. Ich sehe, der Adi, der kann es auch nicht abwarten. Der Adi, der will schon wieder weitermachen. Adi, das, jetzt weißt du, wieso es so schwer ist. Es sind lauter Dosen drin, aber kriege ich mal die Karte bitte? Darf ich mal die Karte? Ich will nur die Karte sehen, was da drauf steht. So, wir lesen mal vor, was hier auf der Karte steht. Erstmal Stadtgemeinde Berndorf, ne? Das ist Datenschutz, so weiß wenigstens keiner, wohin, ne? Gib Pupsi und Mama auch was ab vom Süßkram. Werde ich definitiv machen. Ich glaube, die kriegen einfach den ganzen Süßkram. Ich esse einfach die Figuren. Lieber Ramon, ein kleiner Gruß aus Österreich. Auch wir haben gutes Bier. Marco. Ah, eine Anspielung an Marco, weil Marco wohl gesagt hat, das beste Bier gibt's bei ihm oder so. Sag ihm das mal. Liebe Grüße, Paula 889 plus Jonas Pfe. Ne? Kennt man ja. Da bin ihr, da gehöre ich hin. Da bin ich hier, da gehöre ich hin. Berndorf, Stadttheater, Aussichtsturm, Google Zipf, Gesamtansicht, Ortsteile, St. Veit, Ödlitz, Spießmühle, Veitsau. Erinnert mich an Kevin Owens, die Veitsau, ne? Wer kennt's nicht? Guckt's euch nochmal an, falls ihr was erkennt, ne? Ich weiß, es ist immer komisch eingestellt, dass das so ein bisschen... Legen die mal hier rüber mit auf den anderen Pubs. Die biersüchtige Katze. Wir nehmen das mal raus. So, das kommt in die Wanne. In der Hoffnung, dass der Adi raushüpft. Das ist Füllmaterial, so wie sich's anfühlt. Guck, Füllmaterial. Das kann man nehmen. Man kann den Adi damit abwerfen. Adi, Adi, Adi. Das dann halt nicht. Dann tue ich das halt jetzt auch in die Wanne. Oh, das glaube ich nicht so gut. Jetzt hat er hier so ein Styropor-Dings gehabt. Nein, gib das Ding her, du darfst das nicht essen, das ist gefährlich. Adi, nein. Adi. Ah. Angriff. So, mal kurz dem Adi das Leben gerettet. Der hätte das jetzt gefressen. Der frisst ja auch immer die Alufolie vom Döner oder so, die da drum rum ist. Jetzt aber mal gespannt, weil da sind auch Biers drin. Wahrscheinlich ganz viele. Wir haben hier nämlich das Pundigama, das bierige Bier, steirische Brautradition, ja. Bieriges Bier. Es passt auf jeden Fall sehr gut, weil ich ja bei Chill mit Ramses am Montag immer ein Bierchen trinke. Und wenn ich keins hab, trinke ich das von den Fans und Zuschauern. Und es hat ein bisschen abgenommen. Ich habe kaum noch Bier da, deswegen passt das sehr gut. Vom Sarbender, seinem Karton, sind noch ein paar Fläschchen jetzt da. Aber alle anderen Sachen sind eigentlich weg. Auch Falgos Bierbeutel ist leer. Vom Hannes habe ich noch ein japanisches Bier. Oder was das ist, ein China-Bier. Jetzt aber von Paula. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ein ganzer Karton.
Was ist denn jetzt schon wieder? Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, jetzt hat er... Adi, was hast du da? Wollen wir mal im Adi ins... Na gut, es ist vorbei. Ich wollte sagen, wollen wir nicht mal ins Gesicht fassen, wollen wir mal in den Mund reingreifen und rausziehen, was er da schon wieder hat. Er hat auf jeden Fall jetzt irgendwas gegessen. Im Endeffekt war da noch so ein Styroporwürmchen drin. Da muss man aufpassen, das ist nicht gut. Wir haben aber hier, so wie es aussieht, von jedem wohl zwei. Ne, das ist ein anderes. Ich nehme alles zurück. Einmal Puntigama, das Bierige, ja? Puntigama, das sah so ähnlich aus, ist aber ein alkoholfreies Biermischgetränk von Zipfer. Hops-Zitrone mit Hopfen-Limonade. Also auch mal so beim Autofahren nebenbei, ne? Eine Hand am Lenkrad, die andere an der Dose. Wer kennt das? Kann man ja mal machen. Der lässt mir keine Ruhe. Adi, was ist denn? Geh doch bitte mal da raus. Mach das nicht. Nein, Adi. Adi. Ah. Ich glaube, da ist immer noch irgendwo... Ach, da ist noch so eine Styropornudel. Die muss schnell weg. Dann seht ihr, der Adi wird wild, wenn er Styropornudeln sieht. Nein, Adi, du kriegst sie nicht. Nein, Adi, du kriegst sie nicht. Nein, nein. So, Styropornudel ist auf jeden Fall weg. Adi ist heiß. Und wir gucken. Biergenuss aus Österreich. Landgraf Märzen. Premium, die nächste Bierdose, grün. Da hätte man einen ganzen Bier-Adventskalender draus machen können. Und vor allem hätte man auch mal gucken können, was das Heftigste ist. Denn wir haben hier das 0%ige. Wir haben bei dem 5,1. Und beim Landgraf haben wir 5. Also das Heftigste bis jetzt ist immer noch das Puntigama. Weil das seinen Platz verteidigt, stelle ich es mal hier drüben hin zum Zähneputzen. Dann haben wir... Oh, das ist aber schön, oder? Guckt euch das mal an. Salzburger Stiegelbier. Komm, das muss jetzt mehr haben. Das will ich unbedingt jetzt dort haben. Das sind, ich finde, das Design von der Dose finde ich sehr erfrischend. Erinnert mich an irgendwie Vanille-Cola oder so. Richtig geniale Sache. Ich muss nur rausfinden, wie viel Promille das hat. 5-0. Würde auf jeden Fall bei Etikett eine 1 kriegen. Also Note 1. Also 5 Punkte. Also, ach, ihr wisst ja, das ist ja alles sehr kompliziert. Dann haben wir Otakringer. Ne? Nicht Oettinger, sondern Otakringer. Sieht aus wie ein Malzgetränk. Helles, ausgewogen ehrlich. Wiens Brauerei mit 5,2. Das heißt, das ist der. Das ist der nächste heftige Boss. Deswegen tauschen wir den aus. Stellen den mal da oben hin. Da fällt schon das Mundwasser um. Wer benutzt schon Mundwasser? Benutzt ihr Mundwasser? Ich glaube, das ist für die heimlichen Alkis, die sich immer früh einen reinzwiebeln. Hier haben wir Wieselburger Bier. Ne? Ich esse ja gerne Burger, also Burger, aber so ein Wieselburger habe ich noch nicht probiert. Wieselburger Bier, Wieselburger Bier, Gold, auch mit 5,0. Sind auf jeden Fall interessante Sorten. Vielleicht sollte ich anfangen, Bierdosen zu sammeln. Dann haben wir Gösser Märzen. Gösser kommt mir komischerweise bekannt vor. Hat 5,2. Das hat auch 5,2. Ja, egal, aber mir gefällt das Etikett bei Otakringer besser. Obwohl das matt ist. Gössinger Märzen. Kennt ihr Gössinger Märzen? Wer kommt aus Österreich? Wer kommt von woanders? Wer hat das heftigste Bier am Start? Gössinger Märzen auch am Start. Gössinger Naturradler. Da braucht man, glaube ich, gar nicht gucken, wie viel das hat. Hat nämlich nur... Weiß ich nicht. Kann ich nicht suchen. Bin ich jetzt überfragt. Ist aber schön. Da kann man auch mal im Stream eins trinken, ohne gleich betrunken zu sein. Als nächstes haben wir hier Otakringer Wiener Original, markant typisch. Während das andere gelb war, ist das in einem grünen Touch gehalten und hat 5,3. Das heißt, das ist bis jetzt das Heftigste. Otakringer Wiener Original. Tauschen wir also wieder aus. Wow, habt ihr die
Skills gesehen, wenn alles umfällt, wie man einfach noch hingreift und das mitnimmt. Jetzt haben wir Otterkringer Gemischtes, ne, abgekürzt. Und das hat leider nur 5-0. Ist aber richtig schön golden von der Dose. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Gemischtes, malzig, geschmeidig. Helles und dunkles vereint. Warum nicht? Können wir natürlich machen. Ach, ich weiß nicht, wo ich das hin packen soll. Es ist halt einfach alles voll hier. Der Adi stresst immer noch rum. Dann habt ihr nochmal Wieselburger Bier. Also Wieselburger Bier in der Jubiläumsedition. Auch wieder eine helle Farbe. 5% Zwickel seit 1770. Echter Genuss wie damals. Habt ihr damals auch schon Bier getrunken? Vergleicht mal, schmeckt das wie damals? Dann habt ihr Privatbrauerei Egger, ne? Eggert! Das ist aber was anderes. Auch wieder Märzenfein gehopft. Biergenuss aus Österreich, auch 5-0. Aber natürlich Sachen, die man hier einfach nicht sieht und ich einfach nur alles weiter hier drauf bauen muss. Dann habt ihr Schwächader Bier oder es heißt einfach nur Swag Hader Bier. Das Hader Bier, recht hat er, ne? Ich habe keine Ahnung, mit 5-0. Also, ist auf jeden Fall auffällig, ist eine sehr königliche Dose. Seht ihr das goldene Wappen dabei? Der Swag Hader, ne, hat immer recht. Merkt euch das. Swag Hader Bier, Schwächader Bier, recht hat er. Dann als nächstes Salzburger Stiegel Radler, naturtrüb, Grapefruit. Sieht das nicht fruchtig aus? Sieht aus wie ein Campino in der Dose. Hat natürlich wieder weniger, weil es gemischt ist. Brauchen wir eigentlich gar nicht drauf gucken. Und irgendwie finde ich das bei denen sowieso nicht. Irgendwie. Da steht so viel Zeugs. Ach so, ne, hier Alkoholgehalt 2%. Das ist ja, was? Das habe ich auch noch nie gesehen. Normalerweise diese Mischgetränke haben ja wenigstens 2,5 oder irgendwas. Das heißt, das ist wenigstens sehr fruchtig und nicht so mit Alkohol übersät. Dann habt ihr nochmal einen Egger Zitronenradler naturtrüb mit 2%. Irgendwie hat alles in Österreich 2%, sobald es gemischt ist, oder? Egger Naturradler trüb. Zitronenradler, weiß ich, Naturradler, Natursekt wahrscheinlich. Dann haben wir noch einen Zipfer, Urtyp. Der Urtyp, der könnte jetzt reinhauen, oder? Was sagt ihr? Designerdose ist okay, hat 5,4. Damit löst er den Otterkringer ab. Den stellen wir deswegen jetzt mal hier rüber. Zipfer Urtyp von Zipfer 1858, gebraut mit Naturhopfen, Premium-Qualität. Ein Glas heller Freude, ja? Habt ihr auch mal Zipfer Urtyp probiert? Stellen wir jetzt hier hin. 5,4 und eine Dose haben wir noch. Und das ist das Schwächader Original Wiener Lager oder Swaghader. Swag Hader Wiener Lager hier mit dem Franzmann drauf, der freut sich auf jeden Fall. Und wir haben 5,5 Promille. Der reißt ab, das heißt weg mit dem hier. Der Hader hat gewonnen, denn recht hat er. Ihr wisst Bescheid. Das, eine heftige Dose, die müssen wir uns mal zu Genüge führen, gemütlich. Anton Dreher stellte 1841 das erste untergärige Lagerbier der Braugeschichte her. Und machte damit Swaghader-Bier weltberühmt. Das gute Swaghader-Bier. Ja, das sieht auf jeden Fall nett aus. Und weil ich es versprochen habe, wollen wir trotzdem dem Adi... Obwohl, das geht eigentlich gar nicht. Das ist ja flüssig. Ich kann das ja jetzt nicht hier auf dem Fußboden machen. Wie will er denn das essen? Das muss man ja, wenn schon, in seinen Napf oder so reintun. Oder, Adi? Was sagst du? Sollen wir mal eins aufmachen? Mal gucken, was passiert, wenn wir das Tütchen abziehen und dich oben aus der Packung rausschlürfen lassen. Ja, ist doch okay. Adi, beruhig dich doch. Wartet doch. Geh mal zurück in dein Bottich. Guck. Hier, Adi. Adi, warte. Adi. Hier, Adi. Adi. Adi, ich drück. Adi, da kommt was. Hm.
Nur schlecken, nicht beißen. Ich glaube, das ist einfach eine richtig komische Idee. Nein! Okay, der Adi versucht die Packung zu essen. Das war's von meiner Seite aus. Wir lassen das lieber. Ihhh, guck dir das an. Hier, Adi, willst du nochmal probieren? Ist das nicht lecker? Ich muss ihm das jetzt irgendwie in seinen Napf rein tun, damit er das in Ruhe essen kann und aufhört, daran rumzubeißen. Mann, das ist ungesund, aber bin ja selber schuld. Das war's von meiner Seite aus. Dankeschön an Paula, danke an Jonas. Ne? Mal gucken, wann ich ihn Ismo mal wieder antreffe, dass ich ihm alles, was ich für ihn gesammelt habe, geben kann. Hier seht ihr nochmal den Gewinner, das 5-5er Bier. Hier seht ihr nochmal gemütlich neben dem Dusch. Bad und so weiter, wie die ganzen Biersitze hier aufgestellt sind. Also ich lasse das einfach mal so stehen. Pupsi freut sich, wenn sie wieder vorbeikommen und sagt sich dann, jo, krass, das neue Shampoo ist aber genial. So sehr hat meine Haut noch nie geglänzt und seitdem fühle ich mich richtig wohl. Das war's also von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.